Wir hatten derweil eine geniale Idee, Pia. Und zwar? Also der Chat. Burgen bauen und dann die Namensrechte verpachten. Oh. Also dafür bezahlen, dass jemand anderes die Burg benennt. Dann kannst du so ein richtiges Burgen-Franchise aufbauen. So wie eine McDonald's-Kette. Ja. Ui, ui, ui. In unseren letzten Briefen brachte König Sancho der Geringste von Aragon das Bedürfnis zur Sprache, dass wir uns doch mehr auf seine Ambitionen und Interessen konzentrieren könnten. Natürlich könnte ich dafür sorgen, dass die nächsten Briefe sich mehr um ein Thema drehen, das ihm am Herzen liegt. Ich denke, er konzentriert sich gerne auf diplomatische Angelegenheiten. Ich habe gehört, dass er Kriegsgeschick... Oh Gott, zu viel Pop-Ups. Ja, gib mir Geld, das sieht gut aus. Kriegsgeschick findet er, glaube ich, ganz... Also Kriegsgeschick müsste eigentlich funktionieren. Ja, aber er weiß sicher List und Ränkespiel zu schätzen. Wobei, das bist tatsächlich eher du und nicht er. Nee. Kriegsgeschick. Ja, genau, du musst aufpassen. Ja, Kriegsgeschick müsste funktionieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Burgenking, also, oh Leute, ey, nein. Burgenking ist echt unangenehm. Ach, du hast eine wunderschöne Frau. Geil, jetzt habe ich das von beiden Seiten. Jetzt, in unserem letzten Brief erwähnte Herzog Isaak von Galizien beiläufig den Zustand seiner Truppen. Ich wusste ja gar nicht, dass er sich ebenfalls für dieses Thema interessiert. Diese Briefe sollten eigentlich rein diplomatischer Natur sein, aber natürlich schneiden sie unter persönliche Themen. Lasst uns mehr darüber reden. Ja! Großartig. Und wir freuen uns an. Ja. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Kriegsführung. Ich habe 5 Punkte in Kriegsführung. Ich hoffe, du kommst nicht drauf. Das weiß ich ja nicht. Sehr gerne, ich hoffe, du kommst nicht drauf. Ja. Ah, schön. Ich habe halt schon wieder so viel Geld, ne? Es ist großartig. Das wird eigentlich fast Zeit, auf eine neue Pilgerreise zu gehen. Oh, die verlieren hier richtig an Versorgung. Wir hungern sie noch ein bisschen aus, bevor wir reingehen. Die verlieren auch Versorgung. Aber oh, ich bin athletisch geworden gerade. Weil ich Stress habe. Das heißt, ich bin jetzt wirklich jemand, der besoffen jagen geht. Geil. Ich glaube, ich werde bald wieder muslimisches Blut vergießen, Pia. Das ist der Gedanke. Ja, ich meine, das passt ja auch. Also, ich bin ja auch voll dabei. Ja. Ich würde dich da ja auch absolut unterstützen. Der Pfähler und der Folterer verstehen sich. Wer hätte das gedacht? Hallo, Chat. Hallo, Frank Delgado. Ab geht's. Besoffen jagen gehen, morgens 9:30 in Texas. Das ist awkwardly akkurat. Hallo, Sarah Sio. Was greift die Ketzer denn eigentlich gerade? Was haben wir denn gerade für Innovation? Ah, wir arbeiten gerade an Landvögten. Dann kriegen wir eine Nomenenschwelle dazu. Das ist natürlich geil. So, jetzt müssen wir aber alle rein, Leute. Wir haben den stärkeren Befehlshaber. Sie haben auch einen sehr guten. Aber wir haben mehr Leute. Jawohl! Bitburgen wird jetzt bei mir auch noch gesagt. Oh Gott. Jetzt kommen sie mit ganz komischen, gesponserten Burgnamen hier. Bitburgen. Das ist aber nicht schlecht. Hallo, Blade Ventures. Ey, wie wir die hier vernichtet haben. Wir waten durch das Blut und wir haben den Sohn des Feindes gefangen genommen. Ah, wie schade für dich. Ein bisschen Folter. Ja, Chat, das passiert. Oh mein Gott. Wenn jemand durchdreht. Er hat diese Folter, ich mache jetzt diese Folter, dass ich einen Eimer voller Ratten nehme und ihm den auf die Brust setze. Das ist das, wo der Eimer erhitzt wird, ne? Genau, und dann knabbern sich die Ratten durch die Brust
um dem zu entkommen. Ja, wir kennen das. Oh mein Gott. Wir kennen das, das ist unangenehm. Wir mögen es nicht. Ja, aber ich meine... Ey, ich esse gerade. Leute, also das ist halt... Also ich will ja auch nichts sagen, aber es ist Crusader Kings 3. Da dürft ihr halt auch echt mit nichts rechnen. Wer während dem Stream sein Essen geplant hat, ist ein bisschen selber schuld. Ja, tatsächlich, wirklich. Wir tun immer die Ratten leid. Wieso? Denen passiert ja nicht was. Nicht wirklich was. Die kommen ja durch. Das stimmt. Quarry fällt heute leider aus. Ich habe auch erst 21 Schrecken. Leider. Da muss schon noch mehr kommen. Ja, man muss ja auch mal sagen, die haben ja uns den Krieg erklärt. Also mein Vater hat ihnen zuerst, aber das ist ja, die können ja nicht hier mit Erbsünde kommen. Ich wollte das nie. Ich habe Mallorca. Ja, vielleicht bin ich komplett moralisch im Hintertreffen hier, aber darum geht's ja auch gar nicht. Der Starke hat immer recht. Meine ältere Schwester ist seit 8 Jahren im Knast, also im Hausarrest mittlerweile. Dabei bist du selbst Kind eines Bischofs. Ja, das ist was anderes. Wie heuchlerisch du auch wieder bist. Nein, das ist nicht heuchlerisch. Das ist so schlimm. Nein. Das ist so schlimm, doch. Hey, was heißt hier heuchlerisch? Das stimmt doch gar nicht. Ich war ein Kind Gottes. Sie hat als Nonne rumgetrieben und die Kirche in ein schlechtes Licht gerückt. Warum kriege ich eigentlich keine Glaubenspunkte, wenn ich Muslime verbrenne? Ein langer Abend voller Staatsgeschäfte mit Graf Roman endet schließlich damit, dass wir beide volltrunken sind und lallend pikante Erzählungen austauschen. Gerade bin ich fertig mit meiner Geschichte über drei lüsterne Geistliche und einem extrem abgetragenen Filzhut, als ich ein unschickliches Funkeln in seinen Augen sehe. Ungebeten kommen mir Gedanken an Erpressung. Vielleicht findet Graf Roman diese Sache ja tatsächlich ansprechender, als er selbst ahnt. Das ist ein Freund von mir. Ich könnte ihn erpressen, aber ich werde das nicht machen, weil es ist ein Freund von mir und ich bin besoffen. Irgendeine komische Sekte ist jetzt beleidigt, weil ich sie verfolge. Komisch. Ja. Ich habe jetzt den Sohn des feindlichen Anführers erst gefoltert und dann verbrannt. Ich finde, das ist rechtschaffen. Nee, ich habe Kinder nicht in den Wald gebracht, hä? Ich habe einen Wald gepfählt. Ich habe einen Wald um meine Stadt errichtet, aber nicht aus Der Kindern. Der grüne Daumen von Pia, genau. Außerdem muss ich dafür nicht bei Maurice in die Schule gehen, ich bitte euch. Das schaffe ich auch alleine. Kann halt einfach keine Kriege erklären wegen der hohen Linz-Autorität. Das ist so nervig. Du willst dich aber von mir gerade auch nicht mehr beeinflussen lassen, leider. Was? Ja, ist sehr schade. Von mir. Ist sehr, sehr schade. Wieder beim Papst gut Wetter machen. Bisschen hat es leider auf meine Frömmigkeit. Ich habe es so ein bisschen übertrieben mit meinem Glauben, weil Folter kostet dich ja Glaubenspunkte, selbst wenn es... Ich habe halt gedacht, dass ich Muslime foltern kann, wie ich will. Das ist auch so ein bisschen, was ich vom Templer gelernt habe. Jetzt auf einmal gilt es als nicht fromm. Also mein Typ ist gerade auch, der ist ein bisschen in so einer Glaubenskrise. Der hat gedacht,
sein blinder Hass auf Muslime, also bringt ihn jetzt auch weltlich weiter. Deswegen macht das ja. Er macht das ja nicht aus irgendwie religiöser Überzeugung, sondern weil er gedacht hat, es wäre opportun, der größte Moslem-Schlechter Spaniens zu sein. Jetzt ist er ein bisschen weil er so fleißig ist, ne, übers Ziel hinausgeschossen. Und jetzt gilt er als nicht sehr gläubig. Großartig. Wurde bestimmt schon gefragt, aber wieso klappt das mit den Druckmitteln auf den Lehnsherrn nicht? Das würde auf jeden Fall klappen, aber ich traue meinem Charakter das nicht zu, intelligent dafür zu sein. Wir sind begriffsstützig, wir haben überhaupt keine Kriegsführungsdings, der Bumster, wir haben 7 Punkte in Ränkespiel. Der ist ein törichter, besoffener Dude, der die ganze Zeit nur feiert. Der ist nicht smart genug, um gegen seinen Lehnsherrn vorzugehen und irgendwelche Intrigen absichtlich zu spinnen, damit er dann Kriege führen kann. Der ist vielleicht ehrgeizig, aber er kann nicht um die Ecke denken. Das schafft er nicht, deswegen mache ich es nicht. Deswegen lebe ich und saufe und flirte und mache Kinder und mehr Lebensexistenz haben wir nicht, weil mehr traue ich ihm einfach nicht zu. Ich musste gerade, ich konnte nicht gegen meine eigene Natur. Ich will den Papst ein bisschen mich einschleimen, ein bisschen damit prahlen, wie viele Muslime ich umgebracht habe. Aber als die Frage kam, wer ist der Frommste von allen, konnte ich einfach nicht sagen, ja, natürlich der Papst. Sondern ich musste natürlich bei meinem eigenen Bauchgefühl bleiben, ja, ich natürlich. The Classic. Der Klassiker, ja. Der klassische Maurice. Ja, ja, es geht. Es oh, in 23 Monaten ist meine Burg erledigt, geil. Hey, meine Frau hat mir einfach keine einzige Tochter geboren. Ah. Wir brauchen eine Religion, wo wir Geliebte haben dürfen, Maurice. Moment. Ich brauche mehr Frauen in meinem Leben. Was du hier sagst, willst du eine eigene Religion? Nein, ich bin besoffen. Hör nicht auf den besoffenen Jungen. Der macht gerade noch eine Party. Der schwafelt doch nur unter Alkoholeinfluss. Ja, natürlich. Was anderes würde er nie machen oder meinen. Das klingt schon ziemlich nach so einem Mutterkomplex-Ding. Genau das Gegenteil von dem, was er werden sollte. Ja. Das ist wahr. Ich kann Flayn Judith Monteroso, den kleinen Jungen da, immer noch nicht in einen Kriegerorden schicken, weil er einfach ruhig geworden ist. Er will nicht kämpfen. Was für ein Schwächling. Er will nicht kämpfen. Ich kann ihn zum Gelübde auffordern, theoretisch. Aber ich will lieber, dass er in den Kriegsorden kommt. Wenn er in den Kriegsorden kommt, dann würde ich ihm eventuell sogar als Bastard legitimieren, weil dann kämpft er für die gute Sache. Hm. Die Schwester hat auf gar keinen Fall eine Chance, legitimiert zu werden. Sie ist eine Frau und sie ist hinterlistig. Du bist jetzt immerhin nicht mehr scheinheilig, weil jetzt bist du ein Mann, der das Patriarchat... das stimmt. Meine Frau ist noch mal schwanger geworden. Bei mir wird gerade gesagt, Pia... Also die Muslime dürfen ja mehrere Ehefrauen haben. Das wäre mal ein Character-Arc, wenn die Dynastie konvertiert. Also finde ich mega witzig. Funktioniert nur in dieser Situation einfach noch nicht mit dem Charakter, ne? Also vielleicht im Alter noch, vielleicht verlieren wir den... Also wenn wir den religiösen Eiferer verlieren sollten, das funktioniert ja teilweise durch Geschehnisse, dass man quasi das Perk verliert, dann auf jeden Fall... dann auf jeden Fall, aber solange das nicht passiert, ist halt, also, ist schwierig. Aber ich würde ihm, wenn er halt ein bisschen klüger wäre, dann hätte ich ihm zugetraut, eine eigene, abgespaltene Religion zu gründen, eine christliche, mit der Überzeugung, er sollte quasi ein Glaubensoberhaupt sein, aber er ist einfach zu dumm dafür. Das ist halt... Das funktioniert nicht. Ey, Leute, die wollen einfach kein Lösegeld zahlen. Aber wir sind jetzt eine eifrige Frohnatur. Das ist wundervoll. Wir haben genug gesoffen. Ich find's toll, dass der Name, den er mir hier gerade vorschlägt, Clemencia ist für meine neue Tochter.
was ja so ein bisschen was ist wie Vergebung. Während ich derweil mich durchklicke durch den Kerker und alle Muslime hinrichte, die mir über den Weg laufen. So, kann ich da unten jetzt endlich Krieg anfangen? Bin ich jetzt stark genug dafür? Nee, immer noch nicht. Es sind immer noch 6000 Mann. Das ist crazy einfach. Mein Typ in seiner Verwirrung, dass er nicht als guter Katholik gesehen wird, weil er Muslime foltert, versucht sich einzuschleimen beim Papst und nennt seine Tochter jetzt Katholika. Es ist sehr plump. Ich hab ja nie. Er ist halt nicht. Er versteht Religion nicht, weißt du? Er will irgendwie davon profitieren, aber er versteht sie nicht. Deswegen, es ist. Ist schwierig für ihn. Ja, schwierig, fasst das relativ gut zusammen, ja. Ja, ja. Können wir nicht noch ein paar Leute abschlachten? Hier, Zeich Wapp. Wenn ich einfach immer weitermache, muss es irgendwann funktionieren. In 14 Monaten ist diese Burg endlich da. Aber ich mache mittlerweile auch schon 6 Gold. Und das, obwohl ich, ja, wobei Verwaltung habe ich 12, aber das ist ja auch nur durchschnittlich. Und damit trotzdem 6 Gold zu machen, 6,1 Gold sogar. Vor allem, weil ich auch auf Entwicklung in Gemeinde gestellt habe und nicht auf Steuern eintreiben. Das ist solide. Hallo Erik. Ich bin bei plus 17 tatsächlich, weil ich ja aber auch voll auf Geldsucht gespielt habe die ganze Zeit. Du hast dich halt ablenken lassen von religiösen Geschichten. Während meiner halt wirklich sich komplett auf den Ruf des Goldes konzentriert. Ja, das passt ja auch gut zu deinem Charakter. Ja. Ich habe eine Burg gebaut in der Zwischenzeit. Ich habe Zwillingsschwester-Töchter bekommen. Ah, oh, mein Gott, ist das wunderschön. Das ist ja wundervoll. So, sorry, ganz kurz Pause gedrückt. Jawohl. Einfach schon wieder Zwillinge. Crazy. Und die eine ist hübsch und begriffsstutzig und die andere hat keine Eigenschaften. Warum haben die denn jetzt wieder hier so viele Truppen, ey? Jeder kleine Winz-Muslim. Ruft immer die ganzen anderen direkt als Verbündete. Aber sie sind wieder mal mega smart. Und gehen halt wieder nach Saragossa, das sollen sie gerne tun. Hübsch und dumm, so mag ich meine Frauen. Ey, Taxi, ey, wow. Das ist echt eine harte Aussage. Aber zu deiner Dynastie passt das doch auch. Ja. Du hast ja die sogar extra so erstellt, Pia. Du kannst jetzt nicht dem Chat vorwerfen, was du ihnen quasi angegeben hast. Ja, ist ja gut. Ihr habt ja recht. Deine Zielgruppe, Pia, sind jetzt auch Leute, die ihre Frauen schön, aber dumm mögen, weil du die ganze Zeit sagst, so ist es Gottes Wille. Seit 2 Streams jetzt. Aha. Ja. Ja, ihr habt ja recht. Denk mal drüber nach, was du hier alles anrichtest. Du Monster. Die Intelligenz kehrt in die Dynastie zurück. Mit dumm? Mit begriffsstutzig? Ist das so? Brauchst du eine Frau? Für ein Bündnis? Wir können uns jetzt verbünden. Ich habe einen Sohn habe ich schon. Aber den hast du ja schon mit einer verbündet. Aber warum denn? Weil ich ein Bündnis brauchte damals. Das war relativ eilig. Aber ich habe jetzt einen Sohn, eine Tochter meine ich, die kann irgendeinen Sohn von dir heiraten. Oh, das würde natürlich auch gehen. Ja. Für meinen älteren Sohn. Genau. Den Erben. Ja, ist doch super. Ja, die ist auch hübsch. Infantin Katholika, was ist da? Also,
Katholika ist ja auch wirklich ein... Das passt doch, genau, das ist die ich um beim Papst Liebkind zu machen, benannt habe. Wenn die jetzt in deine Dynastie kommt, ist das doch super. Hier mit Samuel Isaakes. Der ist stattlich, sie ist hübsch, also Wohlgestalt, das passt doch. Ach, du möchtest den mit Samuel zusammenpacken, aber der ist ja nicht mein Erbe. Jakob ist mein Erbe. Hallo? Ist der Einzige, der mir angezeigt wurde. Ja, weil ich habe schon angefragt. Ah. Jakob ist leider begriffsstutzig, aber er wird ein guter Herrscher werden. Ja, das passt. Absolut. Katholika wird dir eine gläubige, treue Tochter sein. Jetzt haben wir ein wunderschönes Bündnis. Das ist alles, was ich wollte. Es ist großartig. Ja. Und ein weiterer Sieg. Dankeschön, Endax, für die 14 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Hat sich dadurch wieder der Kerker gefüllt, frage ich mich. Ich habe erstmal wieder 160 Gold ausgegeben, um eine Pilgerfahrt zu machen. Okay, für die wollen sie... Meiner ist immer hin und her gerissen. Wenn es ein Lösegeld gibt, nimmt er das, weil Geld ist gut. Und wenn es kein Lösegeld gibt, dann wird... Diesmal gab es leider nur eine Gefangene und für die gab es ein Lösegeld. Der war jetzt echt hin und her gerissen. Ist schwierig. Schwierige Geschichte, ja. Ich will keine Artefakte in Auftrag geben. Ich bin viel zu geizig dafür. Und wo hast du die Kohle jetzt wieder herbekommen? Meine Nachbarn schenken mir die ganze Zeit Geld, weil sie einen Waffenstillstand mit mir kaufen. Das ist recht praktisch. Deswegen funktioniert das recht gut alles. Möglicherweise breche ich dieses Verlöbnis später auch noch. Ich will eigentlich eine wunderschöne Frau für meinen Erben, weil wir müssen wirklich... Sachen korrigieren. Nee, wir sind halt... Wir sind halt der Meinung, wir haben Anspruch auf eine schöne Frau in unserer Dynastie. Ach, ja. Das gehört halt dazu. Da ich habe eine hübsche Frau. So viel mitzureden. Ich habe eine hübsche Tochter, ne? Die ist null gerade. Ist sie wunderschön? Aber... Nee, sie ist nur hübsch. Ist sie wunderschön? Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Er hat gerade gesagt, meine Tochter reicht nicht, Leute. Ja, ja. Habt ihr das gehört? Sag mal, Graf Wapp, was willst du denn hier? Du willst, eine Auflösungsfraktion gegen mich? Schwierige Geschichte, ey. Sehr, sehr schwierige Geschichte. Warum ist er denn so stark? Ach, der hat noch seine Söldner, ne? Erkläre ihm den Krieg. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir nicht leisten. Graf Wapp ist gestorben. Grad wollte noch eine Fraktion gegen mich. Oh, ein zweiter Sohn. Das ist nicht so gut. Mein Chat sagt aber, die ist doch hübsch und dumm. Dann macht sie viele Enkel. Diese Auffassung finde ich sehr spannend. Also. Mögen seine Kinder alle Oger werden. Mein Chat ist sehr persönlich mit den Angriffen dir gegenüber. Das ist, ich verstehe, ich finde das nicht gut. Warum? Warum, ja. Komisch. Ah, ich kann aber meinem Sohn jetzt eine Sprache lehren. Genau, und der soll... Ja, Fränkisch, passt schon. Gesundheit. Dankeschön. So, der ist reizend geworden, der Kleine. Dann werde ich den in Ränkespiel ausbilden. Und dann brauchen wir jemanden, der dich unterrichtet mit einem guten Ränkespielwert. Das sieht doch gut aus nach einem guten Ränkespielwert. Ein bisschen besser, Ritter. So.
Meine Burg wurde gebaut. Die zweite Burg, die ich von meiner Mutter gebaut habe. Die nennen wir Babyron oder Babylon. Wir warten, bis ein paar Ritter kommen und dann geben wir ihnen diese Burgen hier, dass sie bei uns bleiben. So, jetzt haben wir uns die ganzen kleineren Muslime. Ne, hier ist noch einer. Oh, der kann ja gar nichts. Aber er ist auch wieder mit allen verbündet. Das ist immer noch der von vorhin. Die sind alle so krass verbündet untereinander. Und der ist vor allem richtig stark. Meine Schwester ist unter mysteriösen Umständen gestorben. So, so. Ein Ritter ist eingetroffen. Lorenzo. Ja, der ist auch nicht der Hammer, aber... Mal ganz kurz hier gucken. Dass ich keine Pop-Ups habe, ja, mir ist ja gerade ein Ratsspitzel wieder gestorben. Titel anpassen. Und so. Der beste Moment ist immer, wenn irgendeine Rivalin stirbt, wenn du nicht mal wusstest, dass du sie hattest. Ja, das passiert mir auch andauernd. Das passiert andauernd, ne? Das ist so ein bisschen eine. Manchmal, das Charaktersystem des Spiels, finde ich, hat manchmal seine Schwächen, dass es so teilweise Charakter irgendwie Dynamiken interpretiert, die es gar nicht wirklich gibt. So. Wie brechen wir diese? Meine Burg wurde gebaut, da ist ein weißes Kreuz als Zeichen. Für die Ehrbarkeit meiner Mutter als Symbol drauf. Das ist wunderschön. Und jetzt haben wir hier eine zweite Burg in der Hauptstadt. Oh, den könnte ich sogar kriegen und wirklich komplett unterwerfen. Aber müssen wir jetzt mit der Waffenstillstand machen. Das ist eine wichtige Geschichte. Wie sieht es eigentlich aus in Kastilien? Immer noch Fernando? Ja, der ist auch immer, der hat 9000 Mann, also ich komme gegen den nicht an. Ich muss warten, bis der stirbt. Ich finde das nicht gut, der war mit meiner Schwester verheiratet, jetzt ist sie wohl gestorben und er hat eine andere Frau. Ja, das glaube ich dir, dass dir das nicht gefällt. Mir wird es auch nicht gefallen, ich kann aber nichts dagegen tun. Oh, und er kauft sich aber gerade einen Waffenstillstand von mir, das finde ich gut. Weil ich bin ja inzwischen stärker als er. Das ist natürlich eine Sache, über die man nachdenken kann. Bin ja mächtiger. Meine Frau ist nochmal schwanger geworden. Jetzt legt sie irgendwie doch nochmal richtig los und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Na, aber Fernando ist auch noch nicht mal alt, das ist wahr. Der ist erst 54, der wird noch ein bisschen länger leben wahrscheinlich. Das Gute ist halt, dass der sehr viele Söhne hat. Ein paar von denen sind leider gestorben. Die sind merkwürdige Arten und Weisen verstorben. Aber er hat halt immer noch 4 Söhne. Wie merkwürdig, Pia? Ich war es nicht. Also ich war es tatsächlich nicht. Also der eine war auch ein Mönch tatsächlich. Der wäre auch irrelevant gewesen. Der andere wurde in einem Duell erschlagen. Da sieht man auch von wem. Also ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Das Schöne ist halt, dass sich das damit aufteilt, das Reich. Ne? 3 Königstitel, 4 Söhne. Das wird entspannt für mich. Das stimmt, das stimmt. Jupp. Außerdem habe ich ein ganz anderes Ziel gerade. Und zwar? Ich baue jetzt meine Burg aus. Die wird jetzt ein Donjon. 550 Gold und flupp weg. Ich baue gerade richtig viel aus. Das ist richtig teuer, aber...
aber das passt jetzt langsam mal. Ich wollte eigentlich mich an die französische Königin ranschmeißen, aber die hatte kein Interesse an mir und mein Ego hat das nicht ausgehalten. Deswegen haben wir dann abgebrochen quasi. Und das sind alles alte Frauen. Wir wollen uns nicht an alte Frauen anschmeißen. Nee, warum auch, wenn man auch junge Frauen haben könnte. Ach, die ist maßvoll. Deswegen habe ich bei der nicht so richtig Chancen. Dann, wo gibt es denn noch schöne Frauen? Dann lass uns mal suchen. Was sind die wichtigen Fragen? Zu. Zehnprozentige Wahrscheinlichkeit. Warum habe ich denn überall so wenig Chancen? Ja gut, wahrscheinlich, weil ich ein Ränkespiel von 8 habe. Das macht's mir wahrscheinlich... Warum bin ich überall so schlecht? Ah, weil ich komplett inkompetent bin. Ja, es ist halt wirklich so. Ich bin halt ein Verführer, aber ich bin halt einfach nur schlecht im Verführen. Hallo Max. Einfach das nur muss schlecht. Ein hartes Leben sein. Das muss ein hartes Leben sein, Pia. Ein Verführer, der scheiße ist im Verführen, lebt sicher nicht sehr spaßig. Ja, die Sache ist, zumindest mache ich damit auch nichts falsch. Ne? Das ist halt, ich kann nicht erwischt werden, wenn ich zu schlecht bin, Dinge zu erreichen. Das ist halt... Ey, die Lebensweisheiten, die hier heute... Das, ich meine, das ist sehr wahr, ne? Ja... Schweißgebadet wache ich nach einem Albtraum auf, in dem ich ständig eine Eule verfolgte und meine Kenntnisse in der hochdeutschen Sprache auf die Probe stellte. In manchen Kulturen ist die Eule ein Symbol für Weisheit, doch dieser gefiederte Unhold verfolgte mich die ganze Nacht hindurch und ich fürchtete, ihn enttäuschen zu müssen. Vielleicht gibt es so etwas wie zu viel Wissen und dieser Traum ist eine Folge der Anspannung, die ich empfinde, während ich meine Fähigkeiten auf den neuesten Stand zu halten versuche. Ich habe jetzt Hochdeutsch verloren. Verlernt. Wow, das ist hart. Dafür habe ich noch nicht Tochter dabei, Pia, bekommen. Jetzt wird's interessant. Mein Sohn, Sancho der Goldene, wäre auch gern ein religiöser Eiferer. Und mein König, der versucht, die Religion mehr zu verstehen, um zu verstehen, wie er sie für seine Zwecke nutzen kann, findet es gar nicht so schlecht. Oh. Er ist jetzt ein fleißiger religiöser Eiferer und immer noch rauflustig. Der wird, glaube ich, interessant. Ja, ich muss halt sagen, ich bin halt selber ein bisschen frustriert in dieser Angelegenheit, weil du meine Frauen ja nicht als gut genug empfindest, ne? Ja, aber ich bin auch ein bisschen von dir als Brutmutter enttäuscht. Also warum sind die denn nicht wunderschön? Weil ich halt einen anderen Fokus habe in diesem Spielstand. Es tut mir leid. Wir haben nicht so erfolgreich Sex heute, sondern mehr so semi. Ja, aber ich meine... Das ist eine Begründung, aber ist es auch eine Entschuldigung? Wow. So, warum möchtest du meine Tochter nicht heiraten? Weil Meinung von König Henry über euch, Meinung von Henry über Elvira, er steigt durch Heirat ab, eigene Heirat, minus 71%. Aber sie ist hübsch. Gut. Da hast du wieder das... Ne? Glaub, du überschätzt hübsch, wenn man auch wunderschön haben könnte. Du bist einfach ein Satansbraten. Ja. Ja. Alter, ich habe auch gar keine guten Ränkespieler mehr. Das ist eine Katastrophe. Also,
Mein ganzer Hof wird gerade massiv runtergewirtschaftet. Ein Muslim will bei mir Hofarzt werden. Meine bisherige Hofärztin drängt mich, sie nicht durch diese Heidenseele zu ersetzen. Aber? Ja, ich werde ihn in Ketten zurückschicken. Nee, niemals. Dieses religiöse Erwachen, das ich hier gerade habe, werde ich jetzt nicht dadurch in Gefahr bringen, dass ich mich in die Hände eines muslimischen Arztes begebe. Haben nicht die christlichen Ärzte immer unserer Dynastie beste Dienste geleistet zum kleinen Preis? Die Krötenbehandlung, mir geht's viel besser seitdem. Ich möchte endlich wieder einen Kreuzzug haben. Ich möchte endlich wieder einen Kreuzzug. Wann ist denn? Weißt du schon, wann wieder kommt? Ich weiß nicht, wo man die Cooldowns dafür sieht. 30 Jahre Cooldown hat das und ich habe kein Gefühl mehr, wie lange es mittlerweile her ist. Aber es könnte bald wieder werden, oder? Vielleicht. Kann ich mir das irgendwo anzeigen lassen, Chat? Wir haben es uns halt leider nicht gemerkt, in welchem Jahr das war. Aber mein Sohn war doch gar nicht auf der Welt, als das war, oder? Doch, den gab's schon. Gab's den schon? Boah, ich weiß es nicht mehr. Alles verschwimmt.